Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bastelkiste. Bitte abonniert mich, damit ich meine 1000 Abonnenten bekomme. Ich möchte euch heute zeigen, wie man ein Netzteil einer PS4 repariert. Und dazu benötigt ihr einen Lötkolben, ihr benötigt Lötzinn und eine Sicherung. Die genauen Daten der Sicherung werde ich in meinen Kommentaren schreiben. Und nun möchte ich euch zeigen, wie es geht. Ich habe das Gehäuse schon mal gelöst, um die ganze Sache hier etwas schneller voranzubringen. Das Gehäuse ist hier an so kleinen Pins. Ich zeige es euch mal hier so fest. Dort. Und mit dem Schraubenzieher, mit dem bisschen Gefrimmel, ist ein bisschen tricky, kriegt man das aber ohne, dass man das zerstört, kriegt man das auf. So. Hier haben wir eigentlich das Problem, weswegen die meisten Netzteile kaputt sind. Das ist diese Sicherung. Und zwar, wenn die durch ist, bekommt ihr einfach auf der PlayStation kein Licht mehr. Und deswegen machen wir jetzt hier eine neue. Aber wir machen das ganz einfach, unkompliziert. Ja. Und zwar löten wir einfach so eine Sicherung hier oben drauf. So sieht das dann aus nachher. Wenn das festgelötet ist, funktioniert das. Dann braucht man nämlich nicht diese Spezialsicherung, sondern braucht nur oben die Sicherung, die defekt ist, oben mit festlöten und schon funktioniert euer Netzteil wieder. Wichtig ist, das ist nur was für versierte Elektroniker, nichts für Laien. Strom ist was Gefährliches, lasst bitte die Finger davon, wenn ihr keine Ahnung davon habt. Alles auf eigene Gefahr und wenn ihr an Stromteilen arbeitet, macht sie immer stromlos. Das ist ganz wichtig, nicht, dass hier noch irgendwas passiert. So, und nun zeige ich euch, wie wir die Sicherung festlöten. Dazu macht ihr einfach zwei Lötpunkte links und rechts, so wie hier zu sehen. Da und dort macht ihr einfach zwei Lötpunkte auf die Sicherung mit Lötzinn. Dasselbige macht ihr auch auf die neue Sicherung. Das sieht dann genau so aus. Nun legt ihr beide übereinander und jetzt mit dem Lötkolben einfach jeweils erwärmen, so dass die beiden Lötpunkten auf die Sicherung verlaufen und schon ist eure Sicherung fest. Das Ganze sieht dann fertig so aus und dann müsste euer Netzteil der PlayStation 4 wieder funktionieren. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Ist eigentlich relativ einfach. Und dann viel Erfolg. Schreibt es in den Kommentaren, ob es geklappt hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.